Willkommen zurück zu einem weiteren Part Flora Sky, Leute. Schaut euch unser Team an. Ich habe einen Trassler gefangen. Es ja, hat Konfusion erlernt auf Level 8. Hat sogar Synchro, sprich eine sehr gute Fähigkeit. Ich habe es ja ganz gechillt leveln lassen. Oh, was ist das denn? Oh, Team Magma. Interessant, interessant. Okay. Also. Ich habe derweil auch mal versucht, den Speed hochzustellen. Ging leider nicht, weil das, ja, das war dann halt nicht mehr flüssig und so. Okay, die alte Frau begibt sich jetzt auf den Weg, Team Magma den Arsch versohlen. Frau Masters heißt sie, okay, Masters, okay. Und ja, oh, was ist das? Professor Burke erzählt irgendwas von einem Fehler, einem Mistake, okay. Oh. Er erzählt uns jetzt, er muss unsere Pokédex upgraden auf den nationalen Modus. Tut er jetzt auch? Nice. Sehr gut, Professor. Und jetzt verschwinde bitte. Okay. Wie gesagt, ich habe es nicht allein selbst gelevelt, das Trassler. Und zwar gab es ja in der ersten Stadt die Pension. Und ich habe es dort dann entlevelt lassen. Weil sonst bräuchte Trassler viel zu viele Erfahrungspunkte. Er hat viel zu viele. Und ja. Wir versuchen jetzt erstmal hier Team Magma den Arsch, oder? Team Magma's Activities, we can't talk about them yet. Okay. Hat mich jetzt sehr neugierig gemacht, okay. Frau Masters Haus, okay, Frau Masters. Es wird Zeit, mit Ihnen mal ein klärendes Gespräch zu führen. Okay. So viel zu unserem klärenden Gespräch, okay. Was ist das? Bären? Oh, wilde Pokémon, ja. Ein Zickzacks. Oh Mann, bei Zigzags fällt mir dann so ein Spruch ein. Okay, was ist das denn? Das war ja gar nichts. Verdammt. Und hier ist auch nichts, okay. Oh Mann, Mann, Mann. Und Starly. Dann hätten wir schon drei Teammitglieder. Aber ehrlich gesagt. Doch, ein Starly ist immer gut. Doch, wir fangen uns ein Starly. Wie wollen wir es nennen? Weibliches Starly. The Star, genau, das da. Oh, genau, das da. Das da ist geil. Epischer Name. Finde ich. Da, das da. 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 So, das da, okay. Jetzt haben wir schon wieder drei Teammitglieder, oh mein Gott. Route B. So, wir stellen uns jetzt erstmal hier hin. Ich werde offscreen schnell Starly auf Level 8 leveln. Mit der Pension natürlich. Bis dahin, Leute. Bis gleich. Und da sind wir wieder, Leute. Moment. Starly auf Level 10. Ich habe ein bisschen übertrieben mit den Levels, sorry. Hat Wing Attack gelernt. Sehr schön, finde ich, ja. Und ja, es geht mal direkt weiter. Was ist das denn? Londurzel. Ja, gegen Londurzel, ja, brauchen wir nicht. Wäre ein nettes Wasserpock gewesen, aber ich habe Angst vor diesem Wasserstein und so. Ich hätte euch mal vor, wir kriegen keinen Wasserstein hier in diesem Spiel, dann. Es wäre schon ein bisschen. Sag's mal so, ja. Nicht schön. Und ja. Ihr habt gesehen, das Pokémon ganz unten, Knechti. Keine Ahnung, wo ich das gefangen habe. Ich habe es wahrscheinlich einfach nur gefangen, weil es ein. Zickzacks ist, mit Mitnahme. Kannst ja ziemlich gut reinhauen. Und, jedenfalls, unser erster Trainerkampf in diesem Spiel überhaupt. Jetzt bin ich mal gespannt, okay. Playboy Philemon gegen Starly. Bin ich mal sehr gespannt. Okay. Jetzt werden wir mal Pfund ein. Nice, okay. Geht down. Und 46, nein, leider kein Level Up. Oh, verdammt, jetzt hätte ich wechseln müssen. Das ist nicht gut. Und jetzt wechseln wir erstmal. Auf das da. Weil Knilz ist immer sehr gefährlich. Da wechseln wir lieber. Ist halt sicherer. Und setzen Wing Attack ein. Boah, oh, wie es reinhaut, Leute. So viel zu reinhauen, so viel zu reinhauen. Oh Mann, und Playboy 51 erreicht Level 10.
Das ist sehr schön. Und Tiana wurde besiegt. Also die Sprites haben die schon aufgeändert. Finde ich, ja, wie gesagt, sehr schön. Auch von den Trainers, die Sprites. Ist natürlich sehr gut. So, und noch ein Trainer, okay. Ja, ihr seht, ich werde das Spiel auf normalem Tempo spielen. Heißt wiederum, verzögert sich. Sprich, wird länger dauern als eigentlich geplant. Aber ihr seht, das ist ein richtig, richtig klasse Spiel. Und ich zähle dieses Spiel jetzt einfach mal als dritte Generation. Naja, ich weiß auch nicht warum, aber das Spiel hat mir angetan. Heißt wiederum, das eine Spiel wird verzögert, was ich als dritte Generation geplant habe. Und das kommt irgendwann später. Wow, nice. Und Kelvin Klein wurde besiegt. Sorry, aber so ist das Leben, Kleiner. Okay, hier gibt's nichts mehr. Und ja, wie wär's, wenn wir mal Drahtseil einsetzen? Aka Stingy, ich hab Stingy genannt, wegen dem Stachel da auf dem Kopf. Klingt irgendwie lustig, finde ich. Oh Mann. Okay, Psycho. Das war jetzt eine nicht so intelligente Entscheidung von mir. Wobei, Hidden Power. Ja, komm. Natürlich nicht effektiv. Sehr schön. Wow, Animation hat ja auch verändert. Habt ihr das gesehen bei Konfusion? Wow. Naja, jedenfalls werde ich hier jetzt Hyper spielen. Weil es kommt ja immer auf dasselbe hier raus. Klack, Dingens, Dingens, Dingens. Ja, und Stingy erreicht jetzt Level 9. 9, ja, müsste eigentlich, ja. Nice. Und Edward wurde besiegt. Edward wurde besiegt. Edward oder... Wow. Geiles Spiel. Das müsste der Bärenmeister hier sein. Ach, ja, wir werden natürlich alle Bären einsammeln. Auf Hyperspeed, damit wir nicht unnötig viel Zeit mit diesen Bären vergeuden. Aber... Keine Ahnung, es gibt halt Beeren, die sind sehr, sehr nützlich. Wie zum Beispiel die Zitrobeere. Ich finde, die ist eigentlich viel zu sehr unterschätzt. Die Zitrobeere hat 30 HP auf. Ja, und das ist doch besonders am Anfang des Spiels etwas, was richtig sinnvoll ist. Und Berry Masters Haus, nein, da gehen wir jetzt nicht rein. Aber ihr seht schon, Leute, das Spiel ist wirklich nett, hat es in sich. Und noch ein Trainer. Ein Käfertrainer. Mein Pokémon are tough. Let's battle. Können wir machen. Können wir machen. Ist kein Problem. Hier. Sprite aus der vierten Generation, glaube ich. Bin mir nicht sicher. Und er setzt Wurmple ein. Okay. Erster Härte, richtiger Härtetest für Stingy. Stingy hat ein komisches Wesen. Oh nee, jetzt vergiftet bitte nicht. Das war so klar, dass Wurmple vergiftet. Aber wir haben halt Synchro drauf und das ist das einzig Positive. Ich habe extra nach einem Trasler gesucht, was Synchro hat. Weil ich hatte irgendwie keine Lust auf ein Trasler, welches... Ja, wie soll ich sagen? Fährte hat. Und Fährte ist einfach... Ich sag's mal so... vom anderen Ufer, ja? Nett ausgedrückt. Im Gegensatz zu Synchro. Und hier Kombi. Ein weiteres vierte Generation Poke. Nee. Das wird uns natürlich nichts anhaben. Nicht den Hauch einer Chance. Stingy ist hört bei Poison. Okay. Und Confusion und. Ja. Baketja Jose wurde besiegt. Jose. So, was gibt's noch? If Pokémon get tired, take them to the Poké Center. Oh. Hier sind wieder Beeren. Oh, da. Wenn man vom Teufel spricht. Leute, Zitrobeeren. Zitrobeeren. Citrusberry, ja. Ja, die werden wir noch nicht benutzen. Die werden wir erst im Ernstfall benutzen und... Verdammt. Stingy failed. Ist natürlich schade, aber da kann man auch nichts für. Und... Ein weiterer Trainerkampf gegen Joey. Oh, Joey. Sechs Shinx. Shinx gibt's ja auch. Elektro-Pokémon werden wir natürlich auch ins Team nehmen. Ist auf jeden Fall Pflicht. Ich habe jetzt zum Beispiel Starly nur ins Team genommen, weil Starly ein Flug-Pokémon ist, welches natürlich später fliegen braucht, logischerweise. Oh, Krillit. Sehr schön. Und
bei Starly ist halt der Vorteil, es ist stark. Sonst, wenn ich jetzt keinen fangen würde, müsste ich später irgendein Random-Fisch fangen. Und da habe ich jetzt irgendwie keine Lust drauf. Und, was ist das? Puel City is ahead. Puel City. Wow. Ich hoffe, hier gibt es den ersten Arena-Orden. Weil Nessie hatte, ja, Nessie hat natürlich das Spiel auch gespielt. Und der ist wirklich ausgeflippt, der Nessie. Was ist ausgeflippt? Ja, doch. Und er meinte, das ist unmöglich. Er hat natürlich nicht gespoilert. Ich habe ihm gesagt, ey, spoiler nicht, sonst kriegst du Klatsche. Und dann meinte er so, oh nein, Regi, bitte hau mich nicht. Und so. Kann man nichts machen, ne? So, in der Arena. Sollen wir sofort in die Arena gehen? Moment, Moment. Wir lesen erstmal das Schild hier vorne. Puel City, Martin, okay, a big wave of fight. Oh, fighting. Ja, da haben wir schon mal gut gemacht. Indem wir Starly gefangen haben. Und, wie hieß das andere? Keine Ahnung. Ich glaube, ah ja, Stingy. Das da und Stingy. Wo müssen wir lang? Hallo, wir brauchen Licht, ihr Affen. Ah, da. Okay. Also, erste Arena. Im zweiten Part schon. Ist natürlich sehr gut. Takao. Komischer Name. Jedenfalls haben wir natürlich jetzt zwei Pokémon, die in der Arena einen Vorteil haben. Das ist richtig gut. Hatte Nessie wahrscheinlich nicht, aber wir sind natürlich auch besser als Nessie. Oh. 11 HP. Dangerous. Naja. Jedenfalls müsst ihr jetzt den Level up bekommen. Nice. Und Black Belt Takao wurde besiegt. Not enough power. Okay. Okay, was gibt's noch? Noch ein Trainer, komm. Ja. There's no need to Martin, I'll crush you. Ich bin gespannt, wer dieser Martin ist und was er einsetzen wird. Das ist jetzt echt interessant. Okay. Macholo. Mit einem komischen Sprite. Nee, sowas steht Macholo nicht. Da war der gelbe Sprite viel cooler, wo du sein Bizeps anspannt. Leer. Confusion. Trifft eigentlich immer, warum sage ich trifft? Critical Hit. Tut aber nichts zur Sache. Und Stingy kriegt wieder Batzen EP. Und Battle Girl Jocelyne oder wie? Jocelyne? Was ist das denn für ein Name? Und da ist Martin, aber ich glaube hier ist. Nee, wir gehen erstmal auf die Suche nach weiteren Trainern. Weil jeder dieser Trainer könnte uns behilflich sein beim Kampf gegen Martin. Nee, hier gibt's keine weiteren Trainer, oder? Doch, ha, ich wusste es. Hier muss es einfach Trainer geben. Und wenn nicht, da habe ich einfach einen übersehen. Oh, Mediti. Hier wäre Dingens die bessere Wahl gewesen. Wie hieß es? Ja, das da wäre hier die bessere Wahl gewesen. Aber man kann halt nichts alles haben. Critical Hit. Ist natürlich sehr schön. Und Stingy geht down. Oh, geil. Ne, Stingy macht es down. So muss es heißen, ja. Okay. Warum kann man hier nicht laufen in der Arena? Naja. Jedenfalls, gehen wir jetzt erstmal ins Center aufheilen. Und. Boah, verdammt, was ist da los? Ins Center aufheilen. Klack. Das können wir jetzt ruhig super spielen, wie immer. Und dann wieder zurück in die Arena. La 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 la. Doch, dieses Spiel zählt als dritte Generation. Weil dieses Spiel hat es einfach verdient. Das Chata, das Spiel. Mit wem werden wir anfangen? Oh, Knechti hat ein Item. Lol. Ultraball. Okay. Und mit diesem Ultraball verabschieden wir uns. Bis dann, Leute. Macht's gut. Euer Regi.